Wenn es heute jemandem gelingt, dann diesen beiden Herren hier. Patrick Döhler und Philipp Motscher sind die Top-Torjäger beim ESV Delitzsch und sie haben die größte Chance, einen Treffer im Testspiel gegen die BSG Chemie Leipzig zu erzielen. Das ist das Ziel des Vereins, in diesem Testspiel nicht zu gewinnen, nein, kein Unentschieden zu erreichen, sondern einfach ein Tor zu erzielen. Dann wäre das geplante Fußballfest schon perfekt. Die Chemiker in Grün von rechts nach links mit Tommy Kind. Sensationell verwandelt, dieser Abschluss, das 1:0. Nach bereits 4 Minuten überrollt die Betriebssportgemeinschaft die Eisenbahner. Und mit dieser technischen Finesse ist Tommy Kind auch nicht zu stoppen. Herrlich angenommen, klasse verarbeitet, nichts zu halten für Sven Gedig im Kasten. Kurz darauf später geht ein Raunen durchs Stadion. Danny Kral legt in diesem Zweikampf Franz Seebach. Es gibt tatsächlich den Elfmeter und die Chance zum Ausgleich und die nutzen sie. Sebastian Rast macht nur eine Minute später den Ausgleich. Ziel erreicht, wenn auch nicht von den Top-Torjägern. Sebastian Rast hat immerhin 4-mal in der Liga für seinen Verein getroffen. Die Mannschaft von Miroslav Jagatic lässt sich vom Ausgleich überhaupt nicht irritieren, kommt stattdessen wieder mit Kessler, der Flanke und erneut Tommy Kind. Stellt die alte Führung wieder her, 12 Minuten sind rum und wieder schlägt Tommy Kind eiskalt zu, klasse verwandelt vom 30-Jährigen, der schon 17 Mal für Chemie in dieser Regionalliga-Saison auflaufen durfte. Chemie vermindert daraufhin etwas den Druck, kommt allerdings weiter zu Chancen. Schubert über die rechte Seite, zunächst geklärt, aber noch nicht bereinigt. Zvietkovic versucht es aus der Distanz, aber zu schmeichelhaft für Gedig, auch wenn er da nachfassen muss. 39 Minuten inzwischen gespielt, Chemie kommt wieder mit Nikolajewski und Tommy Kind. Gibt's doch nicht. Der Hattrick für Tommy Kind, sein drittes Tor und geschickt hat das gemacht. Er zeigt es an, ich sehe an, dass Sven Gedig da den Fehler im Stellungsspiel gemacht hat. Der Torwart bewegt sich nach außen zum Pfosten, macht die Mitte vollkommen frei. Und so braucht es gar keinen platzierten Abschluss von Tommy Kind. Es gibt trotzdem noch Kritik von Miro Jagatic, der ihm anzeigt, was er noch besser machen kann. Es spielt keine Rolle mehr, denn er bleibt neben 6 anderen Chemikern nicht mehr auf dem Feld und wird in der Pause ausgewechselt. Halbzeit 2 startet mit Chemie und Kirstein. Aber Küster kommt noch ran und kratzt den Ball von der Linie. Riesige Tat vom Mann mit der Nummer 10. Der folgende Eckball, Schmidt und Becker. Pascal Becker mit einer Wucht und Selbstverständlichkeit im Strafraum, die ungewöhnlich für einen Innenverteidiger ist. Der 22-Jährige, der ja noch herangeführt wird bei Chemie, mit einem wirklich klasse Abschluss. Und die Chemiker bekommen langsam richtig Spaß am Fußballspielen. Becker, klasse Ball auf Nikolajewski. Gekonnt gemacht vom gelernten Innenverteidiger, ja in Cottbus ausgebildet, kann aber auch im defensiven Mittelfeld agieren. So kommt er hier auf seine Chance, der Mann mit der Nummer 5. Immerhin 14 Mal ist er in dieser Saison schon aufgelaufen für Chemie und hat dabei schon einmal das Tor treffen können. Hier zeigt er es wirklich sehenswert. Der 19-Jährige bleibt auch erstmal im Vordergrund. Flo Schmidt bringt die Flanke und hier ist er, Nikolajewski. Bleibt an Gedig und dem Zaun hängen, rutscht nämlich aus, hat aber das Lächeln trotzdem nicht verloren. Es war eine richtig gute Chance. Und während er den Begriff guten Rutsch nochmal neu definiert, tut es ihm sein Gegner gleich. Arno Busch, was macht er denn da? Kurioses Eigentor und das 6:1 für die BSG. Sportlich natürlich vollkommen irrelevant. Es wird ihn ärgern, aber so ein bisschen muss er da auch lächeln. Was ist denn da bitte passiert? Auch er verliert hier den Halt auf dem nassen Kunstrasen und kann das Gegentor nicht mehr verhindern, sondern noch provozieren. Chemie Leipzig lässt sich jetzt nicht mehr aus der Ruhe bringen. Sie machen einfach schonungslos weiter. Das 7:1. Florian Kirstein, er hatte es sich wirklich verdient. Das ist dann auch die schonungslose Klasse eines Regionalligisten, eben nicht nachzulassen, auch wenn das Spiel schon entschieden ist. Kirstein macht das wunderbar und nur kurze Zeit später legte Max Kessler nach.
Das 8:1 in der 90. Minute besiegelt dann auch den Endstand, denn die BSG Chemie Leipzig gewinnt souverän mit 8:1 das Testspiel gegen den ESV Delitzsch. Es war ein Testspiel mit vielen tollen sportlichen Highlights. Wir hören jetzt noch zwei Torschützen im Interview bei Annalena Giesert. Chemie, ja, na, wie zu erwarten, in allen Belangen überlegen, aber ich denke, für unsere Mittel haben wir das sehr, sehr gut gemacht. Wir haben gut verteidigt, haben nach vorne viel versucht, haben viele, viele gute Angriffe gespielt und haben natürlich auch ein Ehrentor geschossen, auf jeden Fall. Das war eigentlich das Ziel am Anfang, recht gut mithalten und möglichst ein Tor erzielen. Also ich denke, wir können alle damit leben. Im Grunde genommen haben wir versucht, so zu spielen, wie wir es uns vorstellen. Ja, möglichst jetzt, vor allem jetzt gegen eine etwas unterklassigere Mannschaft, soll jetzt nicht respektlos klingen, aber wir wollten den Ball laufen lassen, ja, wollten Ballbesitz haben und ja, das sollte eigentlich auch unser Ziel sein. Ist in der Regionalliga vielleicht nicht immer möglich, aber ich denke mal, heute haben wir es ganz gut umgesetzt. Das konnten sie definitiv, aber auch Delitzsch hat das Hauptziel erreicht, sich gut verkauft und konnte sogar einen Ehrentreffer erzielen. Von daher ein gelungener Test für beide Mannschaften. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.